müsste doch hier irgendwie einen Weg hoch geben. Warte mal, so. Wir hüpfen hoch. Na ja, gut, es hat vielleicht auch den Vorteil, dass die Kannibalen nicht so schnell runterkommen. Jawohl. So, schauen wir mal. Irgendwo müsste hier noch Holz liegen. Die Frage ist nur, wo. Das ist die Frage der Fragen. Hep, 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 hep. So. Es ist seltsam. Es ist wirklich seltsam. Ich hätte schwören können, ich hätte genug Holz gehabt. Da liegt wieder ein Koffer. Dann müssten hier doch noch Stämme liegen eigentlich. Oh nein, es wird dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst, es wird dunkel. Shit. Es wird Nacht. Das ist nicht so toll jetzt gerade. Okay, dann machen wir das anders. Dann fällen wir noch ganz schnell einen Baum. Aber wirklich ganz schnell. Wartet mal, ich muss mal gerade hier was trinken und was essen. Dann klappt das besser. Komm schon. Nicht den Ast, Mann! Komm schon. Ich habe irgendwie so ein mulmiges Gefühl, als hätte ich gerade irgendein Geräusch gehört. Jawohl. Baum. Baum. So, jetzt aber wirklich hurtig. Warte mal, das zweite nehmen wir auch noch mit. Vielleicht können wir es noch brauchen. Schnell weg, schnell weg. Oh, aua, oh, nein, nein, nein. Oh Gott. Hä? Was zum... Was ist denn... Och nö, ne? Wie haben die mich denn jetzt entdeckt? Oh Mist. Oh Mist. Sie haben mich gefunden. Oh. Drücke L. Aha. Schön. Eine Höhle. Ist sehr reizend. Komm mal hier. Oh. Hihi. Kann mich der auch K.O. schlagen? Nö. Boah, wie brutal. Geht's hier auch irgendwo hin? Hier was zu entdecken. Oh, das ist echt voll beängstigend hier gerade. Da kommt's. Geht das weiter hier? Kann ich mich irgendwie bücken? Nee. Doch, ich kann mich bücken. Warte mal, da können wir vielleicht sogar. Warum hängt da eine Hand rum? Oh oh. Oh oh. Das war ein Fehler. Ja, also hier kommen wir scheinbar nicht raus, oder? Nö. Dann gehen wir zurück und nehmen halt das Seil. Ich wollte das eigentlich vermeiden, aber... Naja. Ist egal. Ich habe so das Gefühl, ich bin eh gleich tot. Das sieht alles sehr beruhigend aus hier. Warte mal, hier kann man noch Sachen sammeln. Das ist ja lustig. Ne, können wir nicht. Die fliegen gleich wieder weg. Ey, bleib an. Ich habe Angst. Es hat so ein bisschen die Stimmung von The Descent. Ich weiß nicht, wer von euch The Descent kennt. Boah, Alter, ist das gruselig hier unten. Wo ist denn das Seil hin? Ich konnte doch hier irgendwo mit dem Seil hoch. Da. So, jetzt ist auch noch Nacht, oder? Oh ne, es ist noch hell. Es ist noch hell.
Oder ist wieder hell? Man weiß es nicht so genau. Das hoffe ich nur, hier sind keine. Ein Lager. Was ist das denn? So, jetzt brauche ich erstmal meine Axt. Ein Lager. Gucken wir doch mal, ob es hier noch irgendwas zu sammeln gibt. Dann nehme ich das nämlich noch gleich mit. Entweder ich überlebe das jetzt oder nicht. Perfekt. Stein will ich nicht. Sind wir da? Ich bin wirklich schon ziemlich gesammelt, was das Ganze anbelangt hier. Ziemlich gesammelt. Volle gute Deutsch. Noch ein Mädchenkoffer. Okay. So. Ja, hier liegen jetzt natürlich auch noch einige Sachen rum, die sie hierher geschleppt haben, schätze ich mal. Boah, ich hoffe wirklich, die tauchen jetzt hier nicht gleich auf. Aber... Boah, ist das gruselig. So. Ein Bein. Noch eine Kiste. Nein, Kiste. Boah, das wäre ja auch voll lustig, mal hier so ein Lager im Kannibalenlager aufschlagen. Ich glaube, das mache ich mal irgendwann. Wenn ich überhaupt so lange überlebe. Dann machen wir mal ein Lager im Lager. Stofffetzen, aha. Laptop, ich hasse dich. Oh. Gut, das geht nicht kaputt. Ja, also man sieht hier schon, man kann hier wirklich auch im Kannibalenlager einiges an Sachen einsammeln. Auch hier diese Stofffetzen sind sehr hilfreich, was jetzt zum Beispiel Fackeln angeht. Oh, Dynamit. War das gerade Dynamit? Das war Dynamit, oder? Wow. Ich habe Dynamit eingesammelt. Jawohl. Es ist nur gut, dass die am Tag hier nirgends sind. Das ist wirklich sehr gut. So. Haben wir jetzt alles? Boah, ich plündere hier voll gerade dieses Kannibalenlager und die machen nichts dagegen. Puh. Sehr einfallsreich. Ein Haus im Baum. Nennt man manchmal auch Baumhaus. Blümchen mitnehmen. So. Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Fehlt da jetzt noch irgendwas? Da lagen doch noch irgendwo Koffer. Wo sind die denn hin? Ich habe doch eben noch Koffer gesehen. Da hinten, oder? Hier hängen noch... Nee, das sind irgendwelche Glieder von irgendwelchen Menschen oder Kannibalen. So. Ich verstehe das sowieso nicht, dass die mich eben verschleppt haben. Ich dachte eigentlich, ich wäre tot. Na komm schon. Plong. Wobei ich mir gerade die Frage stelle... Wie finde ich jetzt eigentlich mein Lager wieder? Zeigt er mir das jetzt schon an? Doch, da unten. Klar, die Axt. Ach, Glück gehabt. Da ist noch einer. So, ich bin voll der Plünderer. Nein. Nein! Plünderkoffer. Müsste ich doch mal bald alle haben. Hier kann man was trinken. So, trinken wir nochmal was. Ah, oh, Wasser. Schlechtes Wasser. Okay, das war nix. So, jetzt versuche ich irgendwie wieder zum Strand zu kommen. Es klingt zumindest so, als wäre er nicht weit weg. Um mein Haus fertigzustellen. Und mich da erstmal ein bisschen einzurichten. Ich hoffe wirklich, hier sind keine Kannibalen mehr. Angst. Warte mal, was haben wir hier?
Ist das jetzt wieder giftig oder ist es nicht giftig? Ich weiß nicht so recht. Wir essen dann im Lager. Vielleicht sehe ich irgendwo noch ein Reh oder ein Hase. Das wäre jetzt natürlich Ultimo. Ob meine Baumstämme noch unten liegen? Müssten sie eigentlich. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier irgendwie so runterlaufen, dass wir nicht wieder sterben. Ich nehme mal lieber hier noch ein bisschen was mit. Was haben wir denn noch? Oh, Kohle haben wir einiges. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ein Seil haben wir auch. Wunderbar. So. Dann fällen wir mal die Baum. Also ich meine, der Julian hätte irgendwas gesagt, einmal verschleppen sie mich und danach sterbe ich dann direkt. Also ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht nochmal sterbe. Also, ich war der Meinung, ich wäre vorhin gestorben, sagen wir es mal so, aber dann hat es mich wahrscheinlich nur umgehauen. Ich weiß nicht, wie das genau hier ist. So, einmal, zweimal. So, und jetzt nichts wie darunter. Aber bitte diesmal vorsichtiger. Oh Gott. Da habe ich mir aber auch einen Platz rausgesucht, da unten. Wenn dann erstmal das Haus steht und wir uns ein bisschen eingerichtet haben, dann können wir nämlich mal so ein bisschen Forschung hier auf der Insel machen. Ich glaube wirklich, die Hölzer liegen nicht mehr. So. Oder? Liegen die Hölzer noch irgendwo rum? Ich glaube, die hat es wirklich zersäbelt. Ich sehe jetzt keine mehr. So, dann tun wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht noch mal was craften. Was haben wir denn alles? Was ist das denn? Ein Kompass? Ach. Ist ja interessant. Ich habe einen Kompass. Was haben wir noch? Feuerzeug? Geld. Wozu brauche ich hier Geld? Soll ich die Kannibalen bestechen? Wristwatch. Kann ich mit der irgendwas machen? Kann man damit irgendwas machen? Bomb-timed. Warte mal. Vielleicht hier mit dem Sweetboard. Ah, okay. Und Dynamit hatte ich doch auch irgendwo. Oh, oh. Nee. Ganz dumme Idee. Da gibt es mit Sicherheit noch irgendwas. Map 3-4. Kann ich die auch angucken? Was nützt mir denn eine Karte, wenn ich sie nicht angucken kann, Mann? Nee. Da fehlt wahrscheinlich noch irgendwas. Gut, dann ignorieren wir erstmal die Uhr. So. Dann bauen wir uns vielleicht nochmal eben eine Fackel. Ah ja, so. Jawohl. Wie werde ich denn diesen Kompass wieder los? Ich will den doch gar nicht mehr halten, Mensch. Na gut. Was könnten wir noch machen? Wir könnten uns vielleicht noch einen Lagerfeuer setzen, bevor die Fuzzis da ankommen. Also, was haben wir denn da? Fire. Fire! Das ist schon mal gut. So. I. So, das passt. Jetzt bin ich Kompass wenigstens los. Und anmachen. So. Wunderbar. Oh! Armer kleiner Vogel. Frag mich gerade. Schade. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt direkt grillen. Er ist eh so schön reingeflogen. Oder hängt er noch drin?
Nö. Jetzt bräuchte ich theoretisch noch irgendwas, was ich mal essen kann. Ob wir uns nochmal... Warte mal, wir speichern jetzt hier erstmal. Und dann wage ich mich nochmal hoch und versuche noch irgendwie ein Reh oder sowas zu finden. So. Dann schauen wir mal. Warte mal, Feuerzeug brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ob wir nicht noch irgendwie da oben ein Reh oder einen Hase oder irgendwas ähnliches finden werden. Wobei ich glaube fast mal, ich sollte mal irgendwie ein bisschen Energie tanken. Man weiß ja nie, was einem da oben so begegnet. Ja, wie ist das eigentlich so bei euch? Zockt ihr selber eigentlich auch Survival Games? Und wenn welche? Schreibt das doch mal in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren. Oder wenn ihr jetzt sagt, Andi, da gibt es ein Survival Game vielleicht auch, was wir von dir gerne mal sehen würden. Ich habe zum Beispiel noch im Angebot Ark, ja, dieses Dinosaurier-Epos. Oder gut, DayZ auch, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so mein Fall. Oder The Walking Dead. Also wenn ihr irgendwas gerne sehen würdet, ja, dann haut's einfach mal in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren. Und ich schaue jetzt mal, dass ich hier oben noch was finde. Und es wird, oh, ich glaube, es wird schon bald dunkel. Hoffentlich ein Reh. Ah, habe ich es erwischt? Habe ich es erwischt? Wo ist es hin? Wo ist das Reh hin?